Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute in dem Video schauen wir uns das Shiny Chiefs Hydrogloss plus SEO2 Wax an. Soll laut Hersteller wirklich sehr gut funktionieren. Soll auch, denke ich mal, eine sehr gute Standzeit liefern. Auch hier vom Auftragen her, wenn wir uns alle Sachen in Ruhe anschauen, die wichtig sind, die man beachten sollte. Wir schauen uns an, wie lange performt das hier vorne auf der Haube und auf der Fahrzeugseite. Also ich werde es auf beide Flächen auftragen. Und dann können wir auch gemeinsam schauen, kann das Wachs hier mit der Konkurrenz mithalten bei den genannten Eigenschaften, Verarbeitung, Standzeit. Und kann es auch preislich und von der Füllmenge am Ende auch ein gutes Gesamtpaket liefern. Das schauen wir uns an. Alles in dem Video. Es wird mega spannend. Viel Spaß. So, und hier haben wir mal das Wachs, das Shiny Cheese Hydro Gloss. Ich habe es hier für 40 Euro bekommen und hier sind 100 ml drin. Normalerweise ist der Standardpreis bei ca. 45 Euro für diese 100 ml. Wenn wir das mal hochrechnen auf 200 ml, kommen wir dann bei dem vergünstigten Preis auf 80 Euro für 200 ml. Ist wirklich echt im stark gehobenen Bereich für so ein Wachs, auch bei der Füllmenge. Und müsst ihr am Ende selber entscheiden, wie viel euch das am Ende wert ist. Und das sehen wir dann auch nach dem Test. Ich orientiere mich hier wirklich an den Herstelleraussagen. Und hier wird auch geschrieben, es erzielt beste Ergebnisse auf allen Lackfarben, also auf Schwarz, Weiß, Blau. Alles, was da zur Verfügung steht und hat auch einen sehr hohen SEO2-Anteil. Es soll ja eine Standzeit von bis zu 8 Monaten bieten. Hier steht aber nicht, unter welchen Bedingungen, ob das Fahrzeug nur in der Garage steht oder ob das ein ganz normales Fahrzeug ist wie meins, was jeden Tag draußen steht und jeden Tag am Einsatz ist. Also das werden wir gemeinsam herausfinden, ob wir uns hier das Endfazit dann nach 8 Monaten erst anschauen. Und ihr seht, das kommt in so einer transparenten Kunststoffdose. Wachs hat auch eine sehr feste Konsistenz. Ihr seht auch hier, man muss es wirklich ein bisschen auch erwärmen, sonst ist das relativ brüchig am Anfang. Und ansonsten ist das ziemlich einfach verarbeitet hier. Hier hätte ich mir für den Preis noch eine etwas hochwertigere Dose gewünscht, wenigstens aus Glas, weil das ist hier ganz einfacher Kunststoff. Ihr seht, ich kann auch die Dose komplett zusammendrücken und da kommt mir schon das Wachs entgegen. Für mich ist das persönlich jetzt kein Problem, dass die Dose aus Kunststoff ist, aber ich denke mal so, die krassen Wachsfans werden jetzt sagen, also eine Glasdose wäre auf jeden Fall noch gut gewesen und noch eine etwas hochwertigere Verpackung, weil das ist halt alles hier aus ganz einfachem Kunststoff gemacht. So, die Seite habe ich jetzt gerade noch schnell abgesprüht hier und jetzt machen wir das auf der Motorhaube und dann seht ihr auch, dass hier wirklich nichts mehr an Versiegelung drauf ist. Ich habe das alles mit dem Wash Plus nochmal richtig gut vorbehandelt. Also ihr seht, komplett gereinigt, Lack ist super vorbereitet und jetzt können wir hier das Wachs auftragen. Aber vorher mache ich das natürlich noch trocken, weil auf nassen Lack trägt man ja kein Wachs auf. Und dann machen wir hier 50-50, auf die Seite erstmal nichts und hier machen wir das Wachs drauf und wir sehen uns gleich wieder. So, dann können wir auch schon loslegen hier mit dem Hydrogloss and SEO2 Wax von Shiny Chiefs. Hier zum Verarbeiten gibt es eigentlich nicht viel oder nichts Schwieriges, was man da beachten sollte. Einfach hier mit einem Applicator, Schaumstoff am besten. Ihr könnt aber auch Mikrofaser nutzen. Ich nehme hier gerne hier die Polier- oder beziehungsweise jetzt auch Auftragehilfe von Sonax. Gehe hier ein bisschen in das Wachs rein. Und dann haben wir hier am Rand eigentlich ausreichend Wachs drauf. Und ihr werdet es auch gleich sehen, wenn ich das jetzt hier verteile, haben wir genug Wachs, um eigentlich nahezu die gesamte Oberfläche mit Wachs zu benetzen. Und das ist auch ganz wichtig, nutzt hier keine Massen an Wachs. Also ihr seht, da kommt einiges raus, selbst von so einer ganz geringen Menge. Dann können wir die Dose schon wieder zumachen und verteilt das jetzt gleichmäßig im Kreuzstrich oder in kreisenden Bewegungen. Wichtig ist, dass ihr das schön gleichmäßig auftragt. Und ich bin ein Riesenfan von diesen Applikationshilfen, weil man einfach, super schnell hier so ein Wachs verteilen kann, auch super gleichmäßig. Ihr seht das auch jetzt hier hoffentlich schön in der Kamera, dass die Bahnen sehr gleichmäßig ausgebildet sind. Und jetzt machen wir das hier ganz easy einfach. Soll im Anschluss bei sehr warmen Temperaturen nach 2 Minuten auspoliert werden. Und bei kühleren Temperaturen sollte bis zu 10 Minuten warten. Wir schauen einfach, wann sich hier kein öliger Film mehr auf dem Lack befindet. Es soll ja auch ein bisschen antrocknen. So, und am Ende immer in Fahrtrichtung. Und ihr seht, wie easy einfach das geht. Ich liebe das mit diesem P-Ball oder Clay-Ball, je nachdem, was ihr dann nutzt. 75er Pad drauf und schon habt ihr das Wachs super gleichmäßig, hauchdünn und zart hier drauf gemacht. Und genauso mache ich das dann auch an der Seite.
funktioniert ja genauso. Hier seht ihr es nur besser. Also super spielend einfach. Traumhaft. Und ihr seht auch hier ganz geringer Verbrauch bloß am Rand. Und ihr habt trotzdem eine sehr schön deckende Fläche. Das ist bei jedem Wachs immer ein Riesenvorteil, dass der Verbrauch halt super gering ist. So, wir warten mal 2 Minuten, dann schauen wir mal. Aber ich denke mal, es wird so Richtung 3, 4, 5 Minuten gehen. Lassen wir uns mal in Ruhe ablüften. So, und ihr wisst ja, ich stehe einfach auf Produktvergleiche und ich möchte jetzt mal hier so ein Sprühwachs als Konkurrenz nehmen, weil ich weiß, dass das ADBL Synthetic Spraywax ein ultra krasses Abperrverhalten hat und da können wir auch nochmal die beiden miteinander vergleichen, obwohl das ja jetzt hier ein Pastewax ist. Trotzdem will ich einfach mal als Referenz hier das Synthetic Spraywax mit drauf machen. So ein paar Sprüher. Und der Vorteil von so einem Sprühwachs liegt ja auf der Hand. Ich mache einfach hier ein bisschen was drauf, verteile das. Gehe auch noch mal bis an die Kante ran hier, damit wir eine schöne Abgrenzung haben. Noch mal quer, noch mal hoch, runter und dann wechsle ich die Tuchseite und mache sozusagen das Finish mit einer frischen Tuchseite. Und damit habt ihr einfach dann ein sehr schön klares Bild. Das funktioniert, also bei mir jedenfalls immer wieder sehr, sehr zuverlässig, sehr gleichmäßig, auch von der Leistung. Es gibt nicht so den Moment, wo das Ewigkeiten hält und dann hält es beim nächsten Mal wieder bloß 2 Stunden oder so. Also das hat mich bisher nie enttäuscht und deswegen empfehle ich es auch ganz gern jedem weiter einfach mal austesten. So, und in der Zeit konnte das eigentlich jetzt in Ruhe ablüften. Wir warten noch 2 Minuten und dann gehen wir hier rüber. So, insgesamt sind jetzt 5 Minuten vorbei und wir testen mal mit einem ganz frischen Mikrofasertuch, ob jetzt hier das Wachs schon bereit ist, um runtergenommen zu werden. Ja, also meiner Meinung nach sieht das echt gut aus. Schöner, trockener Film. Und erstmal den groben Überschuss runternehmen. Auch noch ein kleines Fussel im Tuch, überhaupt kein Problem. Also von der Verarbeitung her, bisher erstmal, wenn man wirklich diese Schritte einhält und das in Ruhe ablüften lässt, geht das erstmal in Ordnung. Erstmal den groben Überschuss, wie ich immer das in jedem Video sage. So, und jetzt nehmen wir nochmal eine frische Tuchseite und dann gleitet das hier echt vernünftig über den Lack drüber. Ich sage euch auch gleich was zur Lackglätte, ob mir jetzt hier eine sehr stark ausgeprägte Lackglätte haben oder ob das sich so im normalen Maß bewegt, werde ich euch gleich mitgeben. So, sieht gut aus. Jetzt unbehandelt stumpfer Lack. Synthetic Spraywax, wie ich immer sage, nicht das glatteste, aber auch nicht das stumpfeste, so wie der BSD, sondern im Mittelmaß. Und das Wachs ist für mich auf demselben Level wie das Synthetic Spraywax. Also das gibt hier nicht so ein richtig sanften Kanauba-Effekt, der dann so richtig schön weich sich äußert, so wenn man da drauf fasst. Also es ist im normalen Maß genauso wie das Synthetic Spraywax. Vom Look her kann ich euch eins sagen, ich sehe null Unterschied zwischen der Seite, der unbehandelten Seite und der Synthetic Spraywax Seite. Es ist überhaupt kein Unterschied vom Glanz her. So, dann bin ich wieder zurück, konnte jetzt wirklich mehrere Stunden ablüften. Auf der Seite habe ich es auch noch mit aufgetragen. Und Florian ist jetzt hier zu mir in die Halle gekommen. Der kann sich gleich mal hier links nämlich hinstellen. Hast du jetzt kein Mikro dran, aber du kannst mal mit beurteilen. Also ich habe hier das Chinese Cheese Wachs drauf. Hier ist so ein Streifen nichts und hier habe ich mal vor uns noch das ADBL Synthetic Spraywax mit drauf gemacht, damit wir unterscheiden können, wie ist das so von der hydrophoben Stärke her. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Seite an hier vom Abperrverhalten und dazu nehme ich auch gleich einen Hochdruckreiniger und strahle mal drauf. Also ich muss ganz klar sagen, es ist von der Stärke her, Florian, schau du mal mit, es ist eigentlich ziemlich stark, oder? Ja. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das kann mit Build Hamper für mich auf jeden Fall mithalten, auch bei den Ablaufbahnen sieht es echt gut aus und so von der Gesamtperformance echt ziemlich gut, also einen Daumen nach oben dafür. Jetzt gehen wir mal hier auf die Gesamtfläche und schauen uns nochmal den Unterschied zum Synthetic Spraywax an, ob man da was sehen kann. Also das ist schon wirklich schon sehr, sehr stark. Hier unbehandelt, sieht man auch nochmal schnell, hier direkt beim Draufsprühen. Also ganz klar und deutlich zu sehen. Und jetzt gehen wir mal auf alles. Also wenn man jetzt nicht wüsste, was wo drauf ist, könnte man keinen Unterschied sehen, oder? Nein. Vom Abperrverhalten her, das sieht für mich komplett gleich aus. Auch die Bahnen oben gehen sehr gleichmäßig los. Und selbst wenn wir jetzt die Wassermenge erhöhen, also beide echt sehr, sehr gut.
Für einen Sprühwachs top und auch beim Abhellverhalten für einen Hartwachs wirklich ein schönes Bild. Das ist ja jetzt so der Startzustand. Und jetzt ist die Frage, wie schlägt sich das in den nächsten Tagen und auch Wochen? Wir gehen nochmal an die Seite. So, und hier drüben habe ich es ja auch vor uns drauf gemacht und da war es 15 Minuten insgesamt drauf und dann habe ich es erst runtergenommen. Also das ließ sich auch sehr gut verarbeiten. Schauen wir hier mal nach. Also hydrophobe Leistung wirklich sehr, sehr schön. Auch nochmal hinten. Also Tag 1 wirklich sehr, sehr stark und dann können wir sozusagen mal schauen, wie sich das in der nächsten Zeit so schlägt. So, und damit kann jetzt eigentlich der Langzeittest hier starten. Auch haben wir gleich nochmal das ADPL Synthetic Spraywax auf der Seite mit im Test, um zu schauen, kann es gegen so einen Sprühwachs mithalten, kann es generell gut auch mit anderen Hartwachsen von der Standzeit mithalten und auf der Seite habe ich es auch noch komplett drauf. Und da können wir auch schauen, schwächelt es hier schneller als auf der Haube. Also es wird mega interessant. Jetzt entscheidet sich es natürlich noch über die Standzeit und dann müssen wir uns halt auch die Füllmenge und den Preis anschauen. Das ist noch so ein bisschen der Wermutstropfen, weil 100 Milliliter, 35 bis 45 Euro in die Richtung ist halt schon eine Ansage. Wenn man aber nur 100 Milliliter braucht, dann ist das eigentlich völlig okay wieder. Wenn man aber mehr Füllmenge möchte und auch das mal mit den anderen Wachsen vergleicht, mit mehr Füllmenge schon von Haus aus, ist das schon preislich wieder in einem Bereich, wo ich sage, hier muss es jetzt echt abliefern. Also wenn das hier nach 2-3 Wochen weg ist, dann ist das keine Alternative für das, was wir schon kennen. Keine Alternative für Skiwami, für das Bildhember, für auch das Neowax Number 2 spielt auch so in der Preisliga. Und das hält auch sehr, sehr gut und ist sehr widerstandsfähig. Also es muss sich auf jeden Fall noch beweisen. Erstmal hier im Langzeittest. Und in den nächsten Tagen folgt dann auch noch hier das Video auf Florian, seinem schwarzen Mercedes, weil da machen wir den Belastungstest mit dem Wachs, mit Insektenentferner, Vorreiniger und alles, was dazugehört. Da schauen wir mal, wie widerstandsfähig ist das hier. Also freut euch auf die nächsten Videos. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben nicht vergessen und haut rein. Ciao.